Hallo Kirmesfreunde. Ja, entgegen aller Prophezeiungen, doch ein kurzer Platz am Wochenende. Wir sind jetzt nochmal hier zum Cityfest Lebenstedt gefahren, gucken uns das Ganze mal an. Ihr dürft natürlich wieder mitkommen, wie immer. Und nach dem Intro geht's los. Zuschauer, willkommen zu unserem neuesten Video. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und ein Abo dazulassen. Achtung, Kirmesfreunde 38, bewahrt Ruhe, es geht gleich los in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! So, und wir beginnen unseren Rundgang heute mal da, wo er für viele endet, nämlich vor der Ruhrkreuzstation. Ist ja auch gleich direkt am Eingang und ja, wir nehmen euch jetzt wieder auf den Platz. Zuerst aber vor allem danke an die Jungs hier vom Roten Kreuz, dass sie den Sanddienst machen, für euch da sind, für uns da sind, für die Besucher da sind. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Schwenk und fangen hier mit dem ersten Fahrgeschäft an. Und das ist der Kinderturm von Aaron. Na, ich mach's mal lieber so, dann habe ich mein Mikrofon. Also nicht wundern, dass ich wieder so viel im Bild bin, dann bin ich einfach besser zu verstehen. Und weiter geht's dann hier Mandelmeier. Ne? Gerade nicht persönlich anwesend, aber der Verkaufsstand ist da. Der schönste, der gibt. Ja. Und ja, ich mach das auch gleich nochmal drauf, auf jeden Fall. Ja, gucken wir noch mal, für was der hier fährt, der Breaker. Der fährt für inzwischen auch schon 4,50 €. Die Einzelfahrt, ja. Aber wir haben schon mal gut Stimmung. Nehmen wir mal kurz drauf, nehmen wir mal kurz das Technik. So, und direkt daneben steht dann von Kilian der Scooter, der Speedway. Zeigen wir euch mal, wie das hier der Höhenunterschied, der muss ja gewaltig überbauen, das sieht man im Aufbauvideo, wie das hier elegant gelöst ist mit den Zusatzstufen. Das hat ja gewaltig unterbauen müssen hier. Ja? Weil hinten in der Ecke das heißt, der höchste Punkt ist. Gucken wir mal kurz drauf hier. Wir gehen mal ein paar Meter weiter. Von Maris haben wir dann hier den Grillimbiss. Hat ja auch gestanden in Gebarzang vorletztes Wochenende. Oh mein Gott, letztes Wochenende, genau. Kann man so nicht so richtig gut sehen. So, ein bisschen von der Seite ran. So, und dann geht's weiter, dann haben wir hier ein Backerpolyp. Auch gewaltig unterbaut. Werden wir für euch natürlich auch fahren.
Hast du noch Reden? Aber eben steht er gerade, also nicht ganz so interessant. Wir machen gleich noch ein paar Actionaufnahmen. Also wir schaffen es. Jetzt habe ich noch ein Kind verloren. Ach so, hier hinten geht es auch noch weiter. Da steht von Bodem noch die wilde Jagd, der Schießwagen. Gucken wir auch nicht nochmal, was da so drin ist, was es da rauszuholen gibt. Und jetzt gucken wir uns mal an, hier Polyp, der kommt jetzt langsam hier in Fahrt. Da war hier Backschinken, lecker, also zu essen gibt es ja genug. YouTube! Hallo! Hallo Welt! Ja, wieder dann. Zu spät, pixelig raus. Ja, Peppis Leckerland hier, ja, das beste Eis auf dem Platz wieder mal. Natürlich. Teilwerfen. So, wenn wir dann wieder auf dem Jauchenplatz sind, dann geht es gleich weiter hier mit dem Rotrad von Arendt. Zeigen wir euch gleich nochmal, habt ihr eben schon einmal über Backschenken auftauchen sehen. Und wo das Roserad steht, ist der Yahoo Express nicht weit. Der steht natürlich direkt nebenan. Leute, wir schieben ab. Ja, schneller. Geh los, Jakob. Ja, geh los. Da versteckt sich ja schon der Nebel hier, das ist ja furchtbar mit dem. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich euch eigentlich auch erzählt, dass es hier wieder die besten Shows gibt? Kirmesfreunde 38. Runter vom Sofa, rauf auf die Kirmes. Aber jetzt gibt's erstmal was zu essen für uns, nämlich lecker Pizza. Und ist hier auch Michael Zech mit dem Fisch ist da. Das ist immer super lecker, super frisch, immer zu empfehlen. Ja, und natürlich, was es ganz viel gibt, ist natürlich ja. Hallo. Ja, Ding der Händler. Und jetzt gibt es erstmal ganz wichtig ein Stück Pizza. Und wo? Natürlich da, wo wir immer die Pizza essen. So, dann haben wir hier Fantasia, dann eine Kinderflieger von Bergestilian. Das ist der Vorteil, wenn es langsam so ein bisschen früher dunkel wird, dass wir auch die Kindergeschäfte immer mit vollem Licht haben. Ja?
Dann haben wir hier Kappes Mandelhütte noch. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Und den haben wir, dann haben wir hier noch ein Pommes-Spezial. Ganz hoch gehen wir jetzt nicht mehr. Ihr hört das ja gleich schon auf mit den Kirmesständen. Ich glaube, das ist für der letzte hier. Ja, hier gibt es dann auch Kartoffelzwister, Pommes frites in verschiedenen Sorten. Ein unzufriedenes Kind, ja gut. Ja, viel weiter gehe ich jetzt hier nicht mehr hoch. Ich würde sagen, ich gehe mal runter. Wir fahren mal eine Runde Breakdance zusammen und dann geht's rund, ne? Attacke! Falls diese nicht vorhanden sind, bitten wir Sie, dieses zu unterdrücken. Denn die Fahrt wird irgendwann ein Ende haben. Freunde, wir starten jetzt die Maschine. Haltet euch gut fest. Denn jetzt kommt die Abrechnung.
Kirmesfreunde 38 bringen das Volksfest auf eurem Bildschirm. Runter vom Sofa, rauf auf die Kirmes. Kirmes, Kirmes. Ja, ich bin auch wieder dabei. Wir sehen uns dann, ja.
nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht wo. Wir verlassen jetzt mal den Platz hier durch die Reihe. Ich werde mir die Churros schmecken lassen. Ihr guckt noch ein bisschen Video. Und ansonsten bleibt gesund. Runter vom Sofa. Rauf auf die Kirmes. Ja, und fast hätte ich es vergessen. Natürlich nochmal herzlichen Dank an Leon für diese super leckeren Churros. Ja, wenn ihr ihn seht, geht einfach mal vorbei. Beste Qualität.